Willkommen zurück in den Arztstudios Innsbruck. Wir hatten heute schon einen Livestream. Aufmerksame Zuseher dieses Kanals haben dies schon bemerkt. Der erste Livestream, wo wir das Teil heute mal zusammengebaut haben. Eine 3D-gedruckte Waffe vom Han Solo, ein Han Solo Blaster. Ist jetzt soweit fertig, dass man lackieren kann. Also er ist eigentlich schon lackiert. Zwar noch nicht ganz, aber zumindest mal sieht das so aus. Ne? Also ich habe ihn geschliffen, ich habe ihn gefüllert und mit verdammt vielen verschiedenen Lacksorten bearbeitet. Jetzt warten wir mal ganz kurz, was der Chat so sagt, ob man mich hier sieht, ob man mich hier hört, ob alles soweit gut läuft. Gebt mir mal hier ganz kurz Kommentare bitte. Übrigens stelle ich gerade fest, dass irgendwie kommt hier Seitenverkehr drüber, glaube ich. Also das ist meine rechte Hand. Aber nicht so tragisch. Schreibt mal in den Chat rein, ob ihr mich hört, ob ihr mich seht. Denn dann können wir gleich mal loslegen. Adrian hat schon mal geschrieben, danke. Chat ist wichtig hier. Komplett wichtig. Man hört dich gut. Optimal. Danke, Marco. Wie wurde der lackiert? Beziehungsweise habe ich ja hier oben auch noch was. Und zwar ist das zusätzlich dann noch unser Zielfernrohr. Das wird hier montiert. Das ist dann die ganze Han Solo-Waffe. Schwarz ist ein bisschen schwierig hier im Chat. Also ihr überhaupt auf YouTube. Ihr seht es ein bisschen eigenartigerweise nur schlecht, weil ich habe auch ein schwarzes T-Shirt. Bin ich gerade drauf gekommen. Aber ich kann sowieso meine Schürze anziehen, weil heute wird jetzt nochmal ein bisschen Dreck gemacht und ich brauche meine Schürze. Uno momento, presto schon wieder avanti. Wird zwar nicht viel helfen, aber ich glaube, wir sehen alles so relativ gut. Und beim Bastelwastel wird nur extrem gebastelt, wenn er die Schürze anhat. Ist so. Habe ich da eigentlich mein Taschentuch drin? Ich muss mich, glaube ich, nochmal schnell schneuzen hier. Weiter geht's. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich mache eigentlich schon seit ein paar Jahren regelmäßig am 25. Dezember ein Livestream für all diejenigen, die nicht mit Oma und Opa zusammen Kaffee trinken wollen. Die können sich jetzt hier austoben mit mir. Macht ein Bierchen auf, esst Kekse, keine Ahnung, vernascht irgendwas anderes, was euch lieb ist. Schaut zu und lernt. Falls ihr aber mitmachen wollt, geht das auch. Ich habe unterhalb, wie immer, die SDL-Dateien zu diesem Blaster hier verlinkt. Und falls ihr im Hintergrund hört, mein Ender 5 druckt recht fleißig, denn ich drucke gleichzeitig jetzt auch noch einen Ständer dafür. Also ich drucke mir heute einen Ständer. Schön, ja. Schöner LD22 Blaster. Danke, Thorsten. Naja, der war am Anfang nicht so schön. Ich gebe es zu, der hat Rillen gehabt vom Drucken. Der war nicht ganz sauber. Hatte aber mehrere Gründe. A, weil mein Drucker nicht perfekt eingestellt war und B, weil ich ihn einfach schnell rausgeprintet hatte. Ist ein Druck mit ungefähr 30 Einzelteilen. Kann auch ein bisschen, also er hat hier, jetzt ist, ja, der Trigger hier kann gezogen werden. Drinnen ist ein Gummiband verspannt. Hier kann man hinten sogar noch den Hahn spannen. Hier vorne die Skala-Einteilung, die kann man an und für sich hochklappen. Ich habe es jetzt festgemacht, weil wenn dann sowieso das Zielfernrohr hier drankommt, sperrt das hier. Ich glaube, das hat der Kollege George Lucas auch nicht so ganz bedacht. Aber ist ja nicht so tragisch. Es ist eine geile Waffe, sie sieht cool aus und vor allem jeder, der sich so ein bisschen mit Star Wars auskennt, wird das Teil lieben und kennen. Zur Bearbeitung. Jetzt kommen die ganzen chemischen Waffen hier. Falls ihr selbst 3D-Drucke nachbearbeitet, rate ich euch zu folgenden Exempel. Und zwar, ich habe hier einmal Füllspachtel. Das ist für die harten, also für die tiefen Klussen, ne? Für die tiefen Rillen mit der Spachtel. Das sind zwei Komponenten Spachtelmasse. Wird in der Autolackierbranche verwendet. Geht super mit PLA. Trocknet relativ schnell. Nach einer halben Stunde kann man es gut schleifen. Und so kann man mal die gröbsten Sachen etwas glätten. Dann gibt es zwei Alternativen. Also Alternativen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht normal mit normaler Spritzspachtel drüber oder Primer. Primer ist nichts anderes als wie eine sehr zähflüssige, dickflüssige
Flüssigkeit, die hart wird, die legt sich auch in die Rillen und man schleift dann wieder die obere Seite der Rillen ab und kommt dann irgendwann mal auf ein flaches Ergebnis. Habe ich das so verständlich ausgedrückt? Ich bin da jetzt nicht so ganz im Klaren. Nicht so tragisch. Ich habe mal ein Video gemacht, in dem ich diesen UV-Filler hier bewerbe und sage, dass der cool ist. Zwei Dosen davon, die sind furchtbar teuer, kostet fast 40 Euro. Eine Dose, ja. Die wurden mir zur Verfügung gestellt und der wird mit UV-Licht gehärtet. Und der hat bei diesem Blaster jetzt eigentlich, weil er wenig Details hat, der schmiert nämlich sehr gerne Details zu, das beste Ergebnis erzielt. 3-4 Mal drüber, unter die UV-Lampe eine halbe Stunde austrocknen lassen, dass auch wirklich alles trocken ist, weil dort, wo kein UV-Licht rankommt, da ist der dann auch einfach ja, ein bisschen feucht und wird nicht hart. Ich muss mit meiner Wortwahl aufpassen, das ist immerhin noch ein Nachmittags-YouTube-Kanal hier. Okay, auf jeden Fall eine Mischung zwischen diesem Primer und diesem UV-Filler gab dann die glatte Oberfläche, die ich jetzt hier euch präsentieren darf. Nachträglich wurde alles mit Chromspray, da könnt ihr einen handelsüblichen Chromspray nehmen, komplett zugeschmiert. Warum? Ich möchte, dass der abgegriffen und alt aussieht. Und es gibt Techniken, die ein bisschen anders funktionieren, wie ich sie heute mache, aber normalerweise sprayt man alles mit Silber ein. Dann geht man mit einer fetthaltigen Creme, Vaseline, Nivea-Creme, irgendwas drüber und zwar nur auf diese Stellen, wo der Lack wieder runterbrechen soll. Dann sieht es so aus, als würde der finale Lack, in dem Fall jetzt der schwarze Lack, wenn man diese Stellen dann mit einem Tuch abwischt, wieder silber werden und so, als würde der Lack abplatzen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht in ein paar von diesen Videos, die ich hier so auf YouTube präsentiere. Heute machen wir es ein bisschen anders. Ich habe trocken auf trocken gearbeitet. Also erstmal silber gemacht, alles durchgetrocknet. Und dann mit schwarz-matt alles zugemacht. Denn es ist auch möglich, das probieren wir heute, ich hatte das jetzt eigentlich erst einmal getestet, aber es hat ganz gut funktioniert. Wenn wir hier jetzt mit einem ganz feinen Schleifpapier darüber gehen und nur die schwarze Lackschicht leicht abkratzen, kommt unten das Silber raus. Das Ganze wirkt mehr als Abrieb und nicht als Aufblättern der Farbe. Und dadurch haben wir dann hoffentlich ein gutes Ergebnis. So schaut es aus im Hexenhaus. Servus zusammen, bin noch bei Schwiegereltern, schau eventuell später nochmal rein, schreibt Salzkreis. Steffen meint frohes Fest, danke dir auch frohe Ostern. Und alle anderen, die zuschauen, sind recht herzlich eingeladen, hier den Chat mit Fragen oder Wissenswerten zu füllen. Ich gehe einfach mal ans Eingemachte. Der Druck hinter mir braucht noch ein bisschen, 81%. Das ist eine Druckplatte, da ist sogar ein kleines Han Solo so ein Schildchen dabei. Mal schauen, ob wir das nutzen. Und dann steht die Waffe auch wunderschön im Schrank oder wo auch immer man sie hinstellen möchte, auf einem handelsüblichen Ständer. Sind wir schon wieder bei der Wortwahl. Gut, probieren wir doch einfach mal, ob das mit der Technik funktioniert, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Ich nehme dazu jetzt mal eine Nagelfeile. Die ist nicht von meiner Frau, die habe ich selbst gekauft. Und schau mal, ob das hier funktionieren könnte. Ja. Man muss ganz leicht drüber gehen. Stellen wie hier zum Beispiel. Die werden dadurch leicht aufgerieben. Und so hat es den Anschein, dort wo man normalerweise eine Waffe hält, wenn man sie jetzt nicht gerade schießt, ich gehe mal davon aus, dass das hier vorne voll heiß wird, kann ich damit jetzt einfach hier drüber gehen. Und das ist etwas, das macht das Malen natürlich sehr einfach, denn diese Stellen, solche Kratzer, die muss ich später nicht mehr reinmalen. Das macht das Ganze jetzt automatisch. Da kann man sogar ziemlich grob gehen. Probieren wir es doch mal hier. Oh, nice. Nicht zu tief. Wenn ihr zu tief geht oder ich jetzt zu tief gehe, dann sind wir wieder beim ursprünglichen Lack, also bei der Grundierung. Und das sieht nicht prickelnd aus. Eigentlich kann man das auch mit Stahlwolle probieren. Oder ich schaue mal, ob ich eine Stahl oder eine Drahtbürste hier habe. So mal auf die Schnelle. Sollte ich eigentlich eine besitzen? So. Ja, damit kann man, seht ihr das? Da kann man richtig geile Kratzer reinmachen. Die Waffe soll
benutzt aussehen. Die soll so aussehen, als wäre sie schon öftere Male irgendwo runtergefallen. Used Look nennt man das auch. Oh, das geht her, klasse. Jetzt muss ich mich da konzentrieren. Ich halte das immer in die Kamera, damit ihr es seht, aber eigentlich möchte ich ja, dass es hier gut aussieht und dass ich das hier schön mache für mich. Also, was schreibt ihr denn so? Funktioniert mit einem Schleifschwamm aus dem Airbrush-Bereich, meint der Thorsten. Durchaus, ja, also ich denke mal, alles, was irgendwie Kratzspuren verursacht oder genutzt werden kann zum Schleifen, kann hier verwendet werden. Also gerade diese ganzen Knöpfe, und da gibt es einige, die müssen auf jeden Fall hier abgeschliffen werden. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sind so Sachen, die denke ich mir aus, während ich das Teil hier schleife und versuche rauszufinden, wie kann man das wirklich am schönsten machen. Und wenn es dann aber hinhaut, dann bin ich immer mega happy. Und alle beweglichen Teile nicht vergessen. Richtig, denn dort, wo Bewegung herrscht, dort herrscht der meiste Abrieb. Man muss sich eigentlich nur vorstellen, wenn man so eine Waffe hält. Dort, wo die Finger am öftesten sind und die Hände am öftesten sind, beziehungsweise da der Daumen, da müssen natürlich diese Stellen am meisten abgerieben sein. Denn dort verliert die Farbe definitiv am schnellsten an Haftung. Dementsprechend gehen wir jetzt mal der ganzen Sache hier auf den Grund, im wahrsten Sinn des Wortes. Hier unten auch, da gibt es auch so eine Art Riemenhalter. Ich habe nicht gesehen, dass Han Solo jemals hier einen Lederriemen noch rum hat, so wie die Handschuhe bei den Kindern, wenn sie im Winter, dass sie nicht verloren gehen. Also ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich habe versucht jetzt im Netz, auch weil ihr ein bisschen was darüber gequatscht habt, wie zum Beispiel das Zielfernrohr aufkommt. Denn ein richtiges Zielfernrohr würde so aussehen, dass vorne das dicke Teil ist und hinten das dünne. Tatsache, Harrison Ford hat das Teil so drauf. Also das ist anscheinend die richtige Position für diesen Blaster. Es ist sowieso ein bisschen eigenartig, ein Zielfernrohr auf so einer Handfeuerwaffe zu haben, aber hey, es ist Star Wars, oder? Da ist es doch scheißegal. So. Da gehe ich mal davon aus, ab und zu mal sollte es aussehen, als hätte man das reingedreht. Ich schalte euch mal wieder so ein bisschen ein, dass ihr mich ein bisschen seht und das Teil. Der ist wichtig, da oben dieser Knubbel. Da stellt man ja eigentlich die Schärfe der Linse im Zielfernrohr ein. Ich bin jetzt kein Jäger, ich bin nur ein Scharfschütze, aber ich gehe davon aus, dass das hier oben ein Rädchen ist, das man an und für sich dreht, damit dann hier das alles scharf wird. Was auch nicht online jetzt mittlerweile gefunden wurde, ist, ob es Linsen da drinnen gibt. Ich glaube nicht. Kann mal jemand für mich, der sich jetzt richtig gut mit diesen Star Wars Sachen auskennt, mir sagen, ob ich da falsch liege? Gehören hier Linsen rein? Ich weiß, normalerweise ja. Aber ich habe nirgendwo Referenzbilder gefunden, in denen man auch sieht, dass hier Glas drinnen ist. Weil ich könnte hier auf jeden Fall Plexiglas einbauen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Zielfernrohr. Wenn dem nicht so ist, schreibt es mal rein. Ich vertraue euch. Welche Farben benutzt du genau für solche Projekte? Fange mit dem Bemalen von Drucken an. Du meinst Drucken? Also an und für sich sind Acrylfarben extrem gut. Also ich habe hier kleine Acrylpottiche. Bei Acryl ist es so, es gibt sehr verdünntes Acryl, da siehst du dann auch die Pinselstriche nicht so extrem. Es gibt aber, leider Gottes, auch sehr dickes Acryl. Das ist Acryl, das man generell im Lidl, im Hofer, im Aldi ab und zu kriegt, so in verschiedensten Bottichen. Das kann man ganz gut nutzen, aber man sollte es verdünnen, denn beim Auftragen mit dem Pinsel sieht man, wenn man schlechte Pinsel hat, dann immer die Striche und dann muss man das alles nochmal schleifen und so. Aber ich arbeite sehr gerne mit Acryl, weil die Farbe lässt sich auch mit der Airbrush, wenn man sie verdünnt, sehr gut sprayen. Und somit bin ich bei Acryl sehr gut unterwegs. Ich arbeite aber auch in Kombination mit Lacken.
also Lacke. Und bei den Lacken sind meine Lieblingslacke mittlerweile die von Citadel, weil sie zwar teuer sind, aber extrem ergiebig, also nicht, dass da jetzt viel drinnen ist, das ist genauso 400 Milliliter wie in anderen Dosen auch, aber du brauchst sehr wenig. 3-4 Mal, also ich mache bei den Sprays immer von weiter weg einen Nebler drauf, nenne ich das, damit einmal eine Grundhaftung drauf ist. Der Nebler ist innerhalb von 30 Sekunden trocken und dann gehe ich einmal zügig mit einer dicken Schicht drüber und dann sind alle Modelle, Objekte, sofern ich sie mit dem Sprühnebel erreicht habe, eingefärbt in der Farbe, die ich möchte. Und die Farben trocknen ultra schnell und total gleichmäßig. Gut dabei zu wissen wäre aber, nehmt euch ein Glas Wasser, füllt heißes Wasser, fast schon kochendes Wasser ein, stellt die Dose 10 Minuten rein, dass die Farbe darin sich erwärmt oder erhitzt, schüttelt die Dose wirklich 2 Minuten auf, das macht voll Sinn, dann ist der Sprühnebel noch feiner und dann habt ihr einfach nochmal eine gleichmäßigere Auftragung der Farbe, dann habt ihr auch keine Tropfen drauf. Und achtet immer darauf, dass die Düse vorne, einfach mit einem Messer kurz reinigen, dass die nicht verstopft ist. Dass einfach, wenn ihr den ersten Testsprayer auf einem Karton macht oder so, die Farbe schlichtweg in einem Pop rauskommt. Ja, genau, das wäre am besten. Jupp, bei meinem Kennerfigur hatte Han das Zielfeld so, auch so rum, okay. Mahlzeit und frohes Fest, da ist er ja wieder, sagt die Anta. Anta macht Spaziergang. Hat doch keiner rausgefunden, oder? Ob Han Solo jetzt im Zielfernrohr irgendwas Gläsernes drinnen hatte oder nicht. Wie gesagt, falls jemand was findet, kann er mich da gerne belehren. Ich baue es um, ich mach's. Ich möchte es so genau wie nur möglich machen. Mein Ziel ist es jetzt nur, die schwarze Farbe etwas abzureiben, damit wir so einen Effekt erzielen. Diese Stellen hier, wie da zum Beispiel. Da kommt unten die silberne Originalfarbe raus, die die erste Farbschicht war. Und das sieht einfach megamäßig aus. Und geht erstaunlich gut im Vergleich jetzt zu... Man könnte diese ganzen Stellen, bevor man schwarz macht, wie gesagt, eben mit Vaseline oder mit einer anderen Hautcreme zum Beispiel abdecken. Dann kann man sie wirklich mit einem Tuch einfach runterschmieren. Das sieht dann aber eher aus wie neue Farbe, die... oder dicke Lackfarbe, die runterblättert. Bei Robotern wirkt das ganz gut. Und meistens macht man dann um diese Stellen dann auch leichte Roststellen. Wird bei dem auch leicht rostig sein, aber eben nur an kleinen Stellen, damit die Farbe des Blasters nicht nur schwarz ist, sondern schlichtweg einfach ein bisschen unterschiedlich. Dann diese ganzen Knöpfe. Die haben wunderbare Texturen. Die erkennt man nicht, wenn man aber drüber schleift. Kommen sie langsam raus. Und dann wird die Detailheit dieses doch sehr, sehr schönen Drucks, also die Druckdatei ist einfach wunderschön, die kommt hier perfekt zur Geltung. Marco, grüß dich. Hallo, Thomas. Wir sind schon so weit. Ich habe jetzt bewusst vorne, auch wenn... es online schwer zum rausfinden ist, das Teil mal silber gelassen. Und zwar aus dem Grund, ich gehe davon aus, wenn der viel schießt, wird das vorne heiß. Und vielleicht schaffen wir es, das da vorne so leicht bläulich zu machen, so schwarz-bläulich, als würde Metall, wie gesagt, erhitzt werden, wieder abkühlen, dass man wie beim Schmieden so einen Blauverlauf drin hat. Wenn es nicht klappt, okay, wird das ganze Teil schwarz, aber sonst hat das nur hier braune Griffe. Das ist das Einzige. Die bearbeite ich jetzt auch gar nicht mit der Drahtbürste. Die Griffe, die bleiben so, wie sie sind. Die werden dann erst mit dem Pinsel gemacht. Ich möchte auch nicht mit Airbrush arbeiten. Airbrush nutze ich schlichtweg nur bei Sachen, die schön sein sollen, also die wirklich sauber und detailliert sein sollen. Da macht Airbrush für mich Sinn. Und ich muss gestehen, Airbrush ist einfach eine Riesensauerei. Wenn man sie nicht ständig nutzt, ist es einfach sehr intensiv, dieses oder sehr aufwendig, die Airbrush zu reinigen. Aber hey, das sieht jetzt schon aus wie eine metallene Waffe. Nur weil hier einfach so ein paar Kratzer drinnen sind. Großartig. So, dann kommt ja hier dann der Bereich drauf und
Ich gehe mal davon aus, das kann man abschrauben, weil ja auch hier so Schrauben sind. Und vielleicht hat er die ab und zu mal ab- und aufgeschraubt. Deswegen werde ich diese Stellen hier ganz bewusst nochmal aufreiben. Auch wenn das wahrscheinlich nie jemand sieht, weil ich sie sowieso dran klebe, möchte ich so simulieren, dass man hier schon öfter mal probiert hat, das Teil hier rauf zu bekommen, hat nicht ganz funktioniert. Ja, ihr versteht ja, was ich meine. Freddy, hallo und grüß dich. Wenn ihr Fragen habt, haut sie raus in den Chat. Es ist wieder mal eine Bastelstunde, wo ihr viel zuschauen müsst. Ich versuche einiges zu erklären, bin aber ehrlich gesagt wahrscheinlich relativ schnell hier mit dem zweiten Teil und der Bemalung durch. Nutzt die Zeit. Ich freue mich immer über ein Like hier auf dem Kanal, über ein Follower natürlich auch. Aber ich glaube, die meisten haben das schon gemacht. Deswegen like doch einfach mal das Video und macht mich damit glücklich. Hier sehe ich, habe ich vergessen, einen leichten Abrieb zu machen. Nein, ich habe vergessen zu sprayen. Das machen wir jetzt ganz kurz noch. Reicht schon. Zwei, dreimal drüber geblasen. Und in einer Minute traue ich mich da locker drüber zu arbeiten und alles ist cool. So, wie gehen wir denn sonst voran? Moment, der Viking schreibt, beim Original stand der Broomstick Pate Mauser C96. Ich habe zwar noch keinen Zielfernrohr mit dem Tipp da vorne gesehen, aber beim Original ist die größere Öffnung hinten und der Tipp da vorne. Ja, genau. So. So wollen die das haben. Also so ist es auch in der Anleitung. Und ich glaube auch, dass derjenige, der diese Waffe designt hat, weil das ist ja ein 3D-Druckobjekt, ich habe es unten verlinkt, kann jeder von euch selbst zu Hause natürlich jetzt auch nachdrucken, der hat das sehr detailliert ausgearbeitet und da ist sie genau so vertreten. Ich kann auch mal ein Bildchen zeigen. So sieht sie aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr es seitenverkehrt oder richtig seht. Ich glaube, ihr seht seitenverkehrt. Aber auch hier sieht man, sie ist dreckig. Vorne wird sie so ein bisschen gräulicher, aber das ist der 3D-Druck. Das ist nicht das Originalding. Und da muss man jetzt eben immer schauen, dass man vielleicht irgendwelche Aufnahmen aus dem Film findet, wo das Teil perfekt dargestellt ist oder vielleicht irgendwelche Museumsreplikas. Und dann kann man hoffentlich relativ gut rausfinden, wie das Gerätchen hier wirklich im Originalzustand, also im Film, ausgesehen hat. Noch dazu kommt, dass es ganz, ganz häufig ist, dass vom ersten in den zweiten Teil, also bei Star Wars ist es ja der vierte, fünfte, egal, diese ganzen Waffen nochmal ummodifiziert wurden, umgebaut wurden. Und dass man dann eine Waffe sieht, denkt, oh, so mache ich es, die ist aber aus dem dritten Teil. Im zweiten Teil sah es ein bisschen anders aus. Also muss man ein bisschen, ja, ja. Egal. Nein, ihr seht es richtig rum. Es scheinen Linsen drin zu sein, meint der Steffen. Für alle, die gerade zuschauen, das ist jetzt wie ein Spuckrohr. Ob da Linsen reinkommen, ist meine Frage. Vielleicht findet der eine oder andere noch was. Wie würde ich Linsen machen? Das ist jetzt so die Frage. Ich muss ganz kurz mal schauen, was ich dementsprechend hier hätte. Ich habe bestimmt das Richtige. Ich habe hier, das ist sehr dickes Plexiglas. Das bricht sehr leicht. Das könnte schwierig werden. Ich soll Aschenbrödel fragen. Wirst du auch den Gürtel und den Holster anfertigen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir überhaupt nicht überlegt. Die hat Linsen und sogar Erbsen. Achso, Aschenbeutel. Komm, VMS. Ich bin heute nicht in der Lage, Sarkasmus so richtig aufzunehmen. Es gibt aus Kunststoff verschiedene Linsengrößen und Brennweiten. Ach so, ja, aber ich mache alles selber. Man könnte das transparentes Filament machen, würde auch gehen. Natürlich, ich schaue jetzt gerade. Ich habe ja irgendwie fast alles hier.
Problematisch wird es dabei nur, wenn ich es auch finden soll. Ich habe zum Beispiel ein Kreislineal und damit könnte ich mir jetzt schon mal die Linsen rausgritzeln. Das ist Plexi, aber es ist ein komisches Plexi. Sagen wir es mal so. Ah, lustig, hab die Linse schon zerkratzt. Die werden wir neu machen. Machen wir nochmal. Ich weiß, ihr seht hier schlecht. Es tut mir leid. Ah, ist das ein hässliches Geräusch. So, und jetzt brauchen wir noch eine Zange. Und jetzt schauen wir mal, ob man die Linse der Kante entlang brechen kann. Es müsste funktionieren. Es geht mit Schnitten nämlich auch. Ja, das könnte klappen. Der Speikopf ist hochkonzentriert, ihr merkt es. Ihr könnt mich ja aber auch mal so zuschauen hier. Ich könnte aber auch, ich habe zum Beispiel so Stanzeisen, mit denen kann man das auch machen, aber die Stanzeisen, die sollte man richtig heiß machen. Und dann, also mit einem Bunsenbrenner richtig aufheizen und dann könnte man sich diesen ersten Ring in das Plexiglas reinschmelzen. Es wäre machbar. Mal schauen, ob ich die noch rauskriege. Da drinnen ist nämlich ein... Oh, ich habe das... Ich glaube, ich habe es super reingeklebt. Ich habe hier vorne... Seht ihr das mit diesem Kreis und mit diesen Ringen? Das ist ein Ring. Ja, ich habe ihn halb runterbekommen. Okay, er ist da unten. Denn im Idealfall baue ich die Linse dahinter ein. Die muss noch ein bisschen zugeschliffen werden. Und dann kommt der Ring vorne wieder drauf und sollte ganz gut aussehen. Das ist das Baumarkt-Bastelglas. Das könnte durchaus sein. Bei vielen Dingen in meiner Werkstatt weiß ich nicht mehr genau, woher sie stammen. Und jetzt ist die Frage, ob ich es dann schaffe, das Teil hier auch richtig reinzubekommen, dass es hält. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Wenn ich von hinten, ja, da brauche ich was Längeres. Ich bin gerade am Überlegen, ne? Wie es geht. So könnte man es machen. Linse positionieren. Ich glaube, ich fange jetzt schon wieder an fluchen. Es tut mir leid, liebe Kinder, falls ihr zuseht. Basteln muss nicht immer mit Fluchen in Verbindung stehen. Aber es macht nur wesentlich mehr Spaß, wenn man fluchen kann. Ja, so. Ich habe es einfach zu extrem geschliffen. Jetzt liegt sie perfekt. Jetzt würde sie perfekt liegen. Und jetzt hätte ich mir auch überlegen sollen, wie ich das Teil wieder ranmontiere. Meine Heißklebepistole ist schon... Zufällig habe ich die schon vorbereitet und die ist schon heiß. Na komm. Die Dosierung bei Heißklebepistolen, die ist einfach kacke. Heiß, heiß. Okay, Linse Nummer 1 ist drin. Wir machen jetzt einfach Linsen. Egal, ob welche reingehören oder nicht. Ich finde das cool. Die lassen wir kurz austrocknen. Finger nass machen, dann kann man das
noch relativ gut in Form bringen. Und sollten hier jetzt noch Reste rüber oder rausschauen, müssen wir die entweder abschneiden oder schlichtweg übermalen. Auf der Seite hat es auf jeden Fall recht gut funktioniert. Anta meint, mit einem Kochlöffel gegenhalten. Ja, aber sieht besser aus, wenn hier eine Linse drin ist. Definitiv. Und hier gehört ihr an und für sich jetzt eine große Linse rein. Und da habe ich keinen passenden Ring dazu. Und eigentlich gehört hier der Ring, also bei einem richtigen Zielfernrohr wäre die letzte Linse ungefähr hier. Ne? Da hat man ja immer noch so eine Gegenlichtblende. Fast schon wie bei der Fotografie. Jetzt mal schauen, ob ich das Teil noch rausbekomme. Da bewegt sie sich. Warum kann ich eigentlich irgendwann mal etwas einfach gehen bei mir? Es muss immer kompliziert sein. So, ein Heißkleber in der Zwischenzeit wieder mal aktivieren hier. Also ich plag mich hier noch rum. Bitte wundert euch nicht, wenn ihr neu zugeschaltet habt. Ich erkläre irgendwann mal dann nochmal in Ruhe, was wir jetzt gerade hier bauen und was ich versuche hier zu machen. Jetzt gerade geht's nicht. Jetzt gerade ist meine Lust an der Arbeit fast schon wieder weg. Das ist halt das Problem, wenn man mit guten Klebstoffen arbeitet. Es geht auf, ich glaub's nicht, ich bin so froh. Es hat funktioniert, der Ring ist raus. So, und jetzt kann ich direkt auf diesen Ring eine neue Linse montieren. Und das machen wir jetzt auch gleich. Hallo Schweige, meint der Michael. Hallo Michael. Stobelt, der Herr Stobelt. Wo ist mein Ring? Da. Der war zu groß. Oh, na, der passt ja eigentlich ideal. Der wäre perfekt. Nehmen wir den. Und eigentlich wäre es ganz cool, wenn man diese Linse sogar leicht biegt. Ich hasse dieses Geräusch. Oh. Aber es vereinfacht schlichtweg das Auseinanderbrechen von dem Teil um einiges, wenn man es ankratzt. Nein! Das war ein Fehler. Nochmal. War es jetzt die, gell? Ja, das ist genau die. Das hat vorher super funktioniert. Es wäre ja schön, wenn diese Technik hier auch klappt. Weil selbst mit einem Kreisschneider würde man hier nicht wirklich weit kommen. Jetzt Moment, ich mache das jetzt systematisch, dass es gut wird. Zumindest ist das der Plan. Ich schneide mir das Teil einfach mal ein bisschen enger. Jetzt ist schon wieder dieser Smitty da. Keine Ahnung, was dieser Smitty will. Der will uns bestimmt 1000 Likes verkaufen auf Instagram oder so. Anton, falls du da bist, mach ihn weg. Es gibt Leute, die im Chat unbedingt auffallen wollen. Ich sag's noch. So. Ich soll mal eine Laubsägearbeit draus machen. Glaubst du, ich möchte Plexiglas mit der Laubsäge schneiden? Sicher nicht. Mit einer Metalllaubsäge, mit einem ganz feinen Blättchen. Nee, ich hack das hier so runter,
wie die Zehennägel von dem Opa. Also, sorry, falls ihr bildliche Menschen seid. Das ist eine ekelhafte Vorstellung jetzt, aber ich glaube, genauso funktioniert es. Und das, obwohl nicht mal Kleber offen ist. Großartig. Die Linse wird gut. Mit einem Dremel, ja. Da Fichtelgebirge. Ist was? Fichtelgebirge? Ja, das Fichtelgebirge wünschst du wünscht und schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten zurück. So, ich mach jetzt ganz kurz mal Nutzer vorübergehend sperren. Wiedersehen. Und jetzt abknippeln wie bei Squid Game. nee, das passt gut. Sabine, hallöchen. Hi. Ich baue gerade eine Linse. Für mein Nukula. Nukula. Das Wort heißt Nukula. Nee, ich. Wir haben hier einen Blaster vom Han Solo und der hat ein Zielfernrohr. Und das Zielfernrohr kriegt vorne und hinten jetzt eine Linse rein. Was ich aber versuchen möchte ist, ich habe hier noch einen Test, eine Testplatte. Plexiglas kann man ja warm machen. Und wenn man Plexiglas jetzt hier warm macht und versucht leicht in diesen Ring reinzudrücken, dann wird doch die Linse oval. Oder bin ich da falsch? Wir können es ausprobieren. Ich habe aber auch das hier. Und das wäre auch so eine wunderschöne ovale Stelle. Also wenn ich das Plexiglas hier drauflege, ich mache das jetzt testweise mit dem Stückchen hier, und hier reindrücke, müsste es doch, da, schau, geht, mein Viking. Ich glaube auch. Machen wir ein bisschen Feuer hier. Habe ich ein Feuerzeug irgendwo? Nee, natürlich nicht. Warm machen. Nee, Moment. Ich habe irgendwo eine Schublade, da steht Feuerzeuge drauf und da ist kein Feuerzeug drin. Ich komme gleich wieder, gell? Ja, ich muss kurz Feuerzeug holen. Geht geil. Ohne Feuer geht es nicht weiter. Und während ich Feuerzeug suche, ist mir doch glatt eine Dose Kekse begegnet. Liebe Mama, falls du zuschaust, das sind die geilsten Kekse, die du jemals gemacht hast. Ich mag gern Marzipan übrigens. Und falls ihr euch aufregt, dass ich im Livestream mit vollem Mund rede, schaut einen anderen Livestream und ich meine, ja. Heißluftföhn ist sicher besser, so meinte Sabine, bestimmt. Aber weit nicht so actionreich. Au, 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 au. Es geht. Es geht wirklich. So, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ich habe das Teil ja schon zugeschnitten. Und vielleicht, wenn ich es in dem Kunststoffteil anheize, das ist auch ziemlich dämlich. Und außerdem sollte ich es nicht mit den Fingern reindrücken, weil dann die Fingerabdrücke drauf sind. Jetzt stehe ich hier vor derben Problem. Ich lese lieber mal, was ihr so schreibt. Vielleicht rettet es mein Leben. 800 Bart. Hört sich an wie der rasante Falke beim Start. Bitte nochmal anmachen. Vielleicht brennt die Werkstatt. Nee, so ein Mist. Man muss einen Hotend zerlegen und ausbauen. Hab deswegen den Anfang verpasst.
Aber actionreich. Ja, genau. Eine Metallkugel wäre auch gut. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Metallkugel. Nee, wir machen das da drin. Ich glaube, ich kann es timen, dass das Plexiglas hier so weich wird, die Schale aber nicht. Modi meinte, ich soll es mit einem verdünnten. Oh. Eine Spraydose hat hier eine metallene Rundung drin. Aber ob ich jetzt eine Spraydose anheizen sollte, das ist auch so die Frage. Na, manchmal muss man einfach nur Glück haben, ne? Holla die Waldfee, das wird lustig. Ich sag's euch, wie es ist. Bitte nicht. Woll, der Kanal besteht daraus, mutig zu sein. Wirklich, es ist ein mutiger Kanal. Rein damit. Nein, das. Ah, das war einfach zu wenig. Fick die Hände. Es geht. Es klappt. Das reicht. Mehr machen wir nicht. Immer ins Ohr fassen, hat die Oma gesagt. Ne? Ja, ich bin halt übrigens schon drauf gekommen, dass man erst ein guter 3D-Drucker ist, wenn man beim Schleifen so viel schleift, dass man das iPhone mit seinem Daumen nicht mehr entsperren kann. Erst dann ist alles cool. So, man sieht es kaum, ich sag's euch, ne? Aber die Linse hat einen leichten Bug. Leider Gottes hat sie auch in der Dose, da gibt es so ein Label, aber hey, es ist alles cool. Es ist, der Schweighofer hat so gewollt und das wird da hinten jetzt drauf gemacht. Die Frage ist nur wie, nach innen, glaube ich, so. Und dann ist alles gut. So schaut's aus. Erste Verbrennung dritten Grades für heute, ja. Aber das ist Bastelwastel. Ich liebe das. Also nicht mir weh zu tun, aber Sachen zu machen, wo man sagt so, puh, eigentlich würde ich das jetzt nicht dem Arbeitsinspektorat zeigen. Und da ich mich ja prinzipiell verbrenne, wenn ich Heißklebepistole verwende, ist alles gut. Und ihr zu Hause, ihr könnt das ja nachmachen. Ich bin ja schlichtweg einfach nur der experimentelle Teil dieses Kanals. Ich mach's für euch, ihr entscheidet dann selbst, wollt ihr es wagen oder nicht. Ist doch ein cooler Deal, oder? Ah, die kleinen Valero haben einen runden Deckel. Ja, aber die haben oben so ein Gussstück. So. Hey, hab mal eine Frage. Lieber Spritspachtel oder doch mit Handspachteln? Meinst du das so, wie du schreibst oder so, wie ich es denke? Sollen wir lieber mit der Handspachtel oder lieber mit der Spritzspachtel selber spritzen lassen? Also, um diese unnötige Stille jetzt hier in diesem Kanal zu unterbrechen, ich gehe davon aus, du meinst, ob du lieber sprühen sollst, aber es klingt auch nicht besser, oder ob du eben lieber spachteln, also streichen, also sprühen oder streichen, es ist egal. Ich mache bei tiefen Spalten, wo wir kommen da heute nicht mehr raus, ne? Bei tiefen Spalten, Klussen, Tälern, da nehme ich das Spachtlich. Und bei glatten Rillen, da sprühe ich. So schaut's aus. Genau, jetzt schwitze ich. So, ich habe, glaube ich, alles runtergepult, was zum Runterpulen geht. Kurz noch eine Runde drauf. Und wo ist... Da ist sie. Und... Nein, ich habe sie falsch drauf. Jetzt richtig. Ja, ja. Ha, 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 ha. Ah! Also Heißklebepistole. So.
Der Steffen ist auf meinem Level. Ich weiß, um was es geht, Steffen. Ich weiß, ich hab dich. Ich verstehe dich hier. Ja, so. Gut. Oh, das sieht prächtig. Nein. Scheiße, ich habe die Linse gerade verdrückt. Wie kriege ich die jetzt wieder? Meine Fresse, ich fahre mit dem Finger rein, die waren auch nicht trocken, jetzt ist die so leicht schief drin. Ich habe keinen Saugnapf. Wie kriege ich die jetzt hier wieder zurück? Die muss jetzt zurück wieder. Ah! Ich brauche Strohhalm. Ich habe da, glaube ich, jetzt Kacke gebaut. Nee? Oder doch? Kriege ich es nochmal auf? Nie mehr wieder. So, lassen wir es. Drinnen ist... Also, es ist eine Linse drin. Hier jetzt auch. Und damit wäre das Linsenthema jetzt erledigt. Serbische Bohnensuppe gab es vor 3 Tagen. Linsen erledigt. Ich brauche, glaube ich, noch einen Keks von Mama. Und was nehmen wir jetzt? Oh, eins mit Marzipan. Alter, schaut euch mal diese Bölle an. Ich meine, das ist einfach, das ist ein Keks, ne? Also da kann man ein ganzes Dorf in Afrika ernähren damit. Wow. Der Freddy hat sich jetzt endlich entschieden und kauft sich ein Ender 5. Pro. Viel Spaß. Der Franz meint, die Linse muss so. Ich sehe es genauso wie du. Die muss so. Lass uns hier mal eine Runde malen. Moment, ich brauche mal einen kleinen Staubsauger hier. Der wäre auch gegangen, ne? Zum Linse raussaugen, oder? Ich sag's euch, einmal mit euch hier malen, basteln, arbeiten. Und die Werkstätte sieht aus wie Sau. Was macht die Lasergravur? Kannst du damit nicht perfekt Ringe ausschneiden? Doch, aber ich habe meinen Laser meinem Bruder geschenkt. Der wohnt ungefähr 100 Kilometer hier im Berg hoch. Im Ernst, wir haben so hohe Berge. Und ich will es ja hier im Livestream fertig machen. Ich will, dass es ja heute fertig wird. Jetzt. Der Modi hat sich sogar ein Anycubic Voto und Mono geholt. Geiler Scheiß. Aber wo geiler Scheiß. Wir brauchen ein Silbergrau. Nein, wir machen einfach ein klassisches Gracia. Jetzt scheint hier die Sonne rein. Im Ernst. Wie sollten ihr da jemals was erkennen, wenn hier die Sonne reinscheint? Ich meine, das zeigt auch, dass ich nicht im Keller hier arbeite. Weil viele glauben, dass dieses Studio hier im Keller ist. Das ist im Dachboden, das ist ganz oben. Also wir haben hier eine Dachschräge drin. Ich hänge im Prinzip am Giebel. Aber ich mache ganz kurz hier einen Vorhang zu, weil Sonne nervt. Voll. Sonne im Winter, was für ein Scheiß. Schnee soll es geben. Stattdessen gibt es Tauwetter hier. Gracia und Pinsel. Ist jetzt eine gute Frage, welchen Pinsel ich da nehme. Es wird zwar ewig lang dauern, aber wir nehmen den hier. Schweighof ist ein Sonnenschein. Alles nur das nicht.
So. Diese Farbbürtische sind sehr ergiebig. Man sollte sie nur mit Wasser verdünnen. Also unter meinem Bild hier, seht ihr, da ist Wasser. Und ich schnappe mir jetzt ein bisschen was. Denn das wird auch nicht die finale Farbe des Handgriffs. Aber ihr seht, die Decken reicht recht gut. Das muss ja Holz werden, ne? Ist gar nicht so tragisch, wenn ich nicht, oder wenn man nicht alles jetzt mit dem Grau hier macht, dann hat man halt irgendwie in den tiefen Stellen schlichtweg Dreck drinnen. Sieht nicht schlimm aus. Aber ich liebe diese Farben. Jetzt habe ich mir der schönen Aussicht beraubt. Ja, weißt du, das ist wie so ein spanischer Surfer. Also ich fühle mich wie ein spanischer Surfer. Der sieht jeden Tag das Meer. Glaubst du, der findet das Meer noch romantisch, außer er will irgendwie eine deutsche Urlauberin flachlegen? Dann sagt er, hey, Spatzchen, das ist ein romantisches Meer. Aber sonst nicht. Und weil er es jeden Tag sieht, und genauso geht es mir auch, ich sehe diese Berge jeden Tag und ich denke mir immer so, wenn ich nach Deutschland fahre, Alter, ich muss da jetzt drüber. Oder halt zumindest rundherum. Was auch in vielerlei Hinsicht sehr aufwendig sein kann. Also, nee. Gut, sollte reichen. Zweite Seite. Bisschen Farbe haben wir noch. Oh, da geht sich viel aus. Ich habe einen Elgo Neptun 2 und fahre damit sehr gut. Ja, wunderbar. Ich frage mich, wenn ich jetzt hier, gell, keinen Bastelkanal hätte, sondern ich sage mal so einen Kanal, der Schneepflug fährt. Gibt es ja auch, ne? So Leute, die einfach den ganzen Tag mit einem Schneepflug fahren oder mit einem Bagger fahren. Glaubt ihr dann auch, dass die Leute die ganze Zeit reinschreiben, hey, ich habe einen Ford Fiesta oder hey, ich habe einen Tigra? Also wisst ihr, das, ich frage mich nur. Ne? Nicht, dass ich das lächerlich finde, wenn das jemand reinschreibt. Ich finde das cool. Ich möchte ja auch wissen, was ihr so druckt oder welche Drucker ihr habt. Aber ist das bei anderen Kanälen auch so? Oder so auf OnlyFans? Nein, egal. Ich habe auch diesen Dildo. Hier liegen 3 cm bei minus 3, meinte Mario. Also wir haben hier auch Schnee. Nur halt schon lange, also so lange, dass keiner mehr sich gefreut hat, dass wir weiße Weihnachten hatten, weil wir hatten weiße Weihnachten. Es lag Schnee. Gar nicht so wenig sogar. Aber er lag halt schon ein paar Tage und dementsprechend braun war er schon. Nein, dieser Kanal ist sehr speziell, meint der Papa. Das liegt wahrscheinlich am Akteur. So. Jetzt, meine Damen und meine Herren, wieder Bob Ross, some tiny little clouds, müssen wir eine sogenannte Woodwash nutzen. Also Woodwash ist falsch. Es ist eine Kontrastfarbe, die heißt Wildwood. Und mit der kann man, wenn man sie gut aufschüttelt, so, das ist überall so, meinst du? Okay, Farbe so imitieren, dass sie aussieht, als wäre sie Holz. Klingt komisch, ist aber so. Es wirkt sehr dunkel am Anfang. Und wahrscheinlich muss ich ein bisschen mehr auf den Pinsel auftragen. Die rinnt jetzt am Anfang gleich in die Rillen rein. Und da ich das sowieso so ein bisschen nussig haben möchte, also das Holz, ist es voll okay, wenn die Dunkelheit auch so passt. So, ihr habt jetzt das Grundprinzip dieser Farbe verstanden. Ihr seht, die bleibt hell an den oberen Stellen und bleibt dunkel, wo sie reinrinnen kann. Den Rest male ich jetzt aber hier von unten. Sensationelle Farbe. Also das gibt es nur bei dieser Zitadellfarbe, bin ich der Meinung. Also
Army Paint und so haben, glaube ich, diese Farbton gar nicht. Diese Kontrastfarben, die sind von der Oberflächenspannung her anders als normale Farben. Und da hat man dementsprechend dann schlichtweg eine schräge Farbauftragung, die aber gut funktioniert. Und einfach nur dunkelgrau oder hellgrau vormalen. Die Farbe drüber, zack, Nussholz. Mit Maserung, und das ist das Schöne wiederum am 3D-Druck, das liebe ich, den Bereich habe ich hier nicht geschliffen von der Waffe, weil wozu? Ich male da ja sowieso drüber und dank dieser Struktur der Farbe, die jetzt da entsteht, die in diese Rillen des 3D-Drucks reinrinnt, wirkt es so, als würde hier auch Baumstruktur, also diese Holzstruktur entstehen. Und jetzt kann ich mich noch entscheiden, wenn ich mit dem Pinsel so auftupfe oder wenn ich so Plastikfolie nehme und die Plastikfolie so leicht zerknüttel und dann hier so drüber fahre, dann kriegt man einen leichten Nussholzeffekt, so also Wurzelholzeffekt. Sieht auch gut aus. Könnt ihr euch entscheiden, wie ihr wollt. Ich glaube aber, ich fahre hier unten noch einmal drüber. Dadurch wird das jetzt ein bisschen dunkler. Aber sieht geil aus. Und die Farbe trocknet relativ langsam auf. Also wir müssen jetzt warten, bis man die andere Seite machen kann. Und wird heller. Kontrastfarbe, Contrast Paint. Soll ich dir meine Adresse bei Instagram schicken, meinte Herr Blei? Ich hole ganz kurz mal meinen Föhn. Und bitte, Leute, lacht nicht, wenn ihr den Föhn seht, okay? Der Föhn ist speziell, wie der Kanal hier auch. Ich sollte übrigens, glaube ich, auch noch mal kurz nachschärfen hier. Jetzt sieht es besser aus. Es war so ein Tick unscharf, finde ich. Contrast Paint. Ich zeige sie noch mal in die Kamera. Ich muss sie aber gut zumachen. Die sind winzig. Die sind eigentlich für Modellautos und Figuren zu bemalen. Von Citadel. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Farben. Was wollte ich holen? Ah, mein Föhn. Genau. So schaut es aus im Hexenhaus. Ey, ist von der Firma Grundig, okay? Also, ist ein echter Föhn. Ich glaube, normal für Lockenstäbe und so. Modi fragt, ob ich die Farbe verlinken kann. Wird gemacht. Wisst ihr was? Die muss ja eh trocknen. Ich gehe kurz auf den Rechner und suche auf Amazon das Zeug raus. Dann kann ich es im Chat reinposten. Dann seht ihr das schon mal. Hat tatsächlich gefunden. Alter, also ich verlinke euch jetzt einfach nur das Produkt, aber kauft das ja nicht auf Amazon. Die haben ja kompletten Schuss. 9 Euro für so einen kleinen Pöttich. So, ich poste jetzt mal den Link hier rein und werde den Link oben anpinnen. Aber da seht ihr zumindest die Produktbeschreibung und wie das Teil wirklich heißt. Ja? Tommy meint, mit Frischhaltefolie funktioniert es besser. Klar, Tommy, wenn ich keine habe oder jetzt gerade da habe, dann ist es leider so. Aber ich weiß, funktioniert so besser. Aber sieht mächtig, mächtig gut aus. Wenn ihr jetzt Holz oder so einen Holzgriff macht, wie den hier, ja, der sieht ja schon ganz nett aus, ja, hat schon seine Strukturen drinnen. Aber auch der muss einen Abrieb haben. Aber im Gegensatz zu Metall, das wir hier simulieren, kann das Holz auch hellen Abrieb haben. Der hat vielleicht einfach mal einen hellen Handschuh getragen. Also man kann ohne weiteres jetzt auch noch
hier an diesen Stellen hier unten zum Beispiel leicht dry brushen. Das werden wir auch machen. Ich muss noch den Farbton holen, muss mir aber vorher die zweite Seite, die jetzt bald mal funktioniert, ja, kann man schon machen, noch mit diesem Wildwood beträufeln. Gerade nicht zum Thema, aber im ersten Teil hat jemand gesagt, dass er Greetech-Filament direkt beim Hersteller bestellt. Hat jemand Erfahrung damit? Wegen Zoll. Ausgezeichnete Frage. Das würde ich nämlich auch gerne wissen. Weil im ersten Teil hat jemand gesagt, Greetech-Filament bekommt er direkt beim Händler für nicht mal 9 Euro, glaube ich. Oder was? 9 Euro, 8 Euro die komplette Kilorolle. Also Amazon verkauft sie für 22, 23 Euro. Und da möchte ich natürlich auch wissen, was sind Frachtkosten? Ja, wie gesagt, Zoll ist auch so ein Riesenthema momentan. Wäre ganz cool zu wissen. Oder vielleicht gibt es einen Direktvertrieb in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz von Greetech. Wäre sehr cool. Greetech ist halt einfach mein Lieblingsfilament. Zumindest das Filament, mit dem ich am häufigsten arbeite. Wahrscheinlich ist es deswegen mein Lieblingsfilament. Ich habe meine ganzen Rechner schlichtweg auf dieses Filament eingestellt. Mit dem arbeite ich gerne. Ich weiß, wie man es verschleift, wie gut es zum Bemalen geht. Meines Erachtens nach ein durchaus solides, aber doch im Vergleich zu beim Händler kaufend recht teures Filament. 24 Euro für eine Rolle Filament ist halt auch nicht 24 Euro für eine Rolle Filament. Ist halt so. Ich kaufe bei König Modellbau aus Dresden und ist ein Online-Händler, bekommt man Zitadell, AK und so weiter. Ah, okay, also die Zitadellfarben zum Beispiel hier beim Modellbau König, schreibt der Andreas. Ob ich reichlich beschenkt worden bin? Ich hab 4 Kilo Filament geschenkt bekommen und eine Popcornmaschine. Ich bin voll zufrieden und ein Haufen guter Kekse von meiner Mama. Da werde ich jetzt noch eins haufen. Der Björn hat auf der Seite nachgesehen von Greetech. Wenn die aus der EU versenden, dann hast du kein Problem mit Zoll. Da sind die nämlich schon verzollt. Das ist geil. Das finde ich richtig cool. Ich werde das für euch testen. Machen wir so. Ich kaufe mal bei denen ein und schaue mal, ob es wirklich so günstig ist. Natürlich muss man wahrscheinlich in größeren Mengen kaufen, dass sich das mit der Lieferung und mit den Lieferkosten auch rentiert. Aber eine Filamentrolle für 8 Euro anstatt für 24 fände ich voll okay. Ja, oder Grau kostet 13 und 5 Euro Versand. Da sind wir schon bei 18. Ja, sind immer noch ein paar Euro, was man sich spart. Vielleicht kann man auch zu Großhandelskonditionen einkaufen. Manchmal ist es ja so, dass man von Händler zu Händler bessere Preise noch bekommt. Ach, sie wird langsam, sie sieht langsam gut aus. Ich hatte nur USA oder China gesehen, was man sich daher vom Versand wählen könnte. Ich schaue nochmal nach, wenn das aus der EU geht. Geil. Sabine, ich sehe es genauso. Das ist eine geile Geschichte. IPAE Schweinebacke. So. Die Waffe sieht aktuell so aus. Passt mir noch nicht. Also ist schon ganz cool, aber passt mir noch nicht wirklich, weil ist noch viel zu nussig. Ich brauche es ein bisschen heller. Ich hole mal ganz kurz meine Pinsel und meine Farben. Nun aus China 12 Rollen für 129, das wäre nicht schlecht.
aber 12 Euro VV und dann noch Zoll. Und beim Zoll weißt du halt nie, was verrechnet die wirklich. Ich hatte letztens, was war das? Genau, ich hatte aus der Schweiz, zum Geburtstag hatte ich ein Geschenk bekommen aus der Schweiz. Wurde verzollt. Und ich weiß mittlerweile, dass der Warenwert von dem Geschenk fast gleich hoch war wie die Zollkosten. Und das ist halt schon fies, ne? Gut, ein leichtes Ashatibone. Das ist ein ganz leichtes Graubraun. Und damit sollte man eigentlich ein gutes Drybrush hinbekommen. Drybrush heißt, ich mache den Pinsel sehr trocken und fahre nur noch über die erhabensten Stellen drüber und mache das Ganze so ein bisschen dreckig. Das kann man auch gut nochmal anfassen. Dann haben wir auch diese Stellen jetzt hier aufgehellt. Und falls euch der Grip hier zu hell ist, nehmt nochmal, also die Rillen selbst, nehmt nochmal zum Beispiel Nun Oil. Nun Oil ist eine Wash, eine Farbe, die sieht so aus, ist einfach nur dunkles Schwarzbraun. Die kann man hier auftragen, Pinsel vorher ausreinigen. Das habe ich jetzt vergessen, müssen wir nochmal machen hier. So. Und diese Farbe rinnt schlichtweg nur in die tiefen Stellen rein. Und gibt euch noch mal so einen guten 3D-Look. Das nennt man Waschen. Also nicht waschen, sondern waschen. Und bei manchen Farbtönen in Kombination ist eben Kontrastfarbe mit Wash und Drybrush das Beste. Und am Schluss sieht es echt und toll aus. So, apropos echt und toll. Wir haben vorne hier das Thema noch, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass dieses Metall, oder das soll ja aussehen wie Metall, ist ja natürlich Kunststoff, ein bisschen verbrannt aussieht. Man kann es aber, das ist mir jetzt beim Rübergehen aufgefallen, noch mit einem Leather oder mit einem Skelethorn Look versehen. Das sind auch Kontrastfarben, die so ein bisschen graubräunlich sind. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das so haben möchte, weil Metall kriegt ja die Regenbogenfarben, wenn es heiß wird. Und es muss schlichtweg nicht immer bläulich sein. Ich schmiere das jetzt radikal hier voll. Sieht natürlich immer noch ein bisschen eigenartig aus. Schnappt mir jetzt aber einen Pinsel. Einen Tupfer. Und tupft mir jetzt ab und zu mal hier ein bisschen was. Seht ihr, jetzt kriegt es so einen leichten, ja, gelblichen, orangelichen Beschlag. Gefällt mir gut. Damit kann man arbeiten. Ich probiere das gleich jetzt nochmal mit Blau. Ich habe so eine Kontrastfarbe Blau. Man muss mit den Farben einfach spielen. Teilweise muss man sie mit Wasser verdünnen. Dann macht man wieder eine komplett andere Oberflächenspannung aus der Farbe. Gut ist es, wenn man irgendwie Stücke hat oder Muster hat, wo man probieren kann. Und wenn man nicht direkt gleich auf dem, ja, schon schön gedruckten arbeitet, aber versucht euch da ein bisschen. Ihr schreibt momentan eh alle über Green Tech, deswegen esse ich noch einen Keks und hole mir eine blaue Farbe. Man hört es schon. Ich habe in diese Farben, weil die Pigmente sehr oft am Boden nach 2-3 Tagen sich absetzen, mit Metallkugeln reingemacht. Mit denen kann man die wunderbar aufschlagen. Für Modelloptik finde ich AK Interaktiv True Metal genial. Gibt es als Messing, Stahl, Chrom und so weiter. Sind das Pigmente? Andreas, kein Problem. Der Dom fragt, ob ich die aktuellen Cura-Settings mit euch teilen könnte von meinem Ender 5 Plus. Nein, wäre böse, wenn ich das mache. Ich bin nämlich absolut nicht zufrieden mit meinen aktuellen
Scheiße, das ist grün. Mit meinen Cura-Settings, erst wenn ich gute Settings habe. Ich habe jetzt hier gerade grün genommen, aus Versehen, aber ich probiere es rum. Könnte auch funktionieren. Damit haben wir jetzt die Farbe fast nur. Oh, das wird geil. Jetzt haben wir so einen leichten gelb-grünlichen Verlauf drinnen. Jetzt kann ich sie sogar noch ein bisschen abreiben. Und jetzt bleibt die Farbe nur in den Rillen und wirkt immer mehr metallisch. Warum habe ich jetzt grün verwendet? Ah, türkis ist das. Okay. Mein Fehler. Aber kann passieren. Kontrast Ultramarines Blue. Mal schauen, ob du das Blau bist, das ich brauche. Puh, eigentlich sieht das nicht so schön aus. Aber ein Pinsel wirkt immer anders, als wenn man es dann aufträgt. Da muss man mutig sein, Leute. Man kann das jederzeit wieder abwischen, übermalen. Aber ihr wollt einen speziellen Effekt, wisst vielleicht nicht ganz genau, wie man den erzielt. Und mein Ziel war es eben, so einen Farbverlauf in Regenbogenfarben, in Blau, von Blau zu Gelb, hin nach Grün zu machen. Und jetzt bin ich aber dort, wo ich hin möchte. Dachte ich mir jetzt nicht, dass das so... Drinnen habe ich noch ein bisschen Farbe. Nach vorne hin bleibe ich aber... hell, reibt den Farbton hier noch mal ein bisschen runter. Dann kommt das Gelb wieder raus, das wir vorher runter gemacht haben. Sieht geil aus. Es sieht halt nicht schlicht Silber aus. Denn viele machen das. Die meinen halt, ja, muss metallisch sein, machen wir selber drauf. Farben befinden sich überall, auf jedem Objekt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Pigmente hat, es gibt Pigmente in kleinen Pottichen, die sind pulverartig. Also es gibt Pigmente in flüssiger Form, das sind Farben, oder es gibt Pigmente halt in Pulverform. Und da tragt man entweder Superkleber auf oder dann mit Kontaktspray pulvert man ganz leicht dieses Pulver drauf. Oder sie sind so fein und so intensiv, dass allein der Auftrag schon reicht, pustet sie dann ab. Und dann hat man in diesen ganzen Rissen und Rillen Sandpigmente drinnen, Rostpigmente und kann das Ganze noch viel verwitterter und älter aussehen lassen. Jetzt haben wir es. Sind keine Pigmente, ist leicht pastös, wird aufgetragen und dann abgewischt. Gibt es auch für die Airbrush. Ah, die passt. Ja, ich muss mal schauen. Gut, dass du es in den Chat geschrieben hast. Dann sehe ich es nämlich später auch nochmal. Okay, unser Blaster ist fast fertig. Ich kloppe jetzt hier mit der Heißklebepistole das letzte Bauteil noch dran. Und wenn ihr euch fragt, Scheiße, warum nimmt der Heißklebepistole? Weil Heißkleber immer noch eine der besten Klebewerkzeuge ist. Ich sehe es so, man kann mit Superkleber arbeiten. Hat aber das Problem, wir haben jetzt hier nicht mehr PLA, das mit PLA verarbeitet wird oder verklebt wird, sondern wir haben hier PLA, zu Großteil dann Füller und verschiedenste Lacke. Dann haben wir Pastellfarben oder halt Acrylfarben noch drauf und dementsprechend ist es... Okay, das war die Oberseite, was nicht geklebt hat, Moment. Ist es oftmals interessant... mit verschiedensten Klebetechniken zu experimentieren. Und Heißkleber, wenn man sich jetzt nicht die billigen Sticks auf Amazon kauft, sondern vielleicht Hilti-Sticks von Heißkleber, also Heißklebe-Hilti-Sticks, dann kriegt man das auch gebacken und geklebt ohne Probleme. Salzkreis ist wieder da. Heute war es chaotisch, ja. Also du solltest unbedingt das Zusammenbauen der Linsen die anschauen. War ziemlich interessant. Wir hatten Feuer. Sehr viel Feuer.
Kannst du nicht mit Epoxid arbeiten? Doch, kann ich auch. Ich habe Epoxid sogar hier. Aber Epoxid ist wie Resin. So ein Mittel. Das ist immer eine Sauerei. Ich meine, schau mal an, wie es hier aussieht, ja. Und jetzt nach einer Stunde, okay, fast eineinhalb Stunden Livestream, sieht es hier aus wie Sau. Man kann solche Sachen gießen, man kann die Farbe mit Resin vermixen, was auch sehr gut wirkt. Es gibt verschiedenste Techniken. Aber wo verschiedenste Techniken? Ich brauche eine Spachtel, denn der letzte Druck ist fertig geworden. Und das wäre der Ständer, den ich jetzt gerade gedruckt hatte. Da passt aber auch einiges nicht zusammen. Hä? Ah, hä? What? Ah. 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 Ich lieb's, wenn ich drauf komme, dass ich selbst dämlich gedacht habe. Dann muss ich es anderen nicht vorwerfen. Das Teil ist noch viel zu ungenau. Also was die Drucker-Settings angeht. Normalerweise, wenn ich mit meinem Ender 5 gedruckt hatte, haben solche passgenauen Sachen, die sind ja nie auf 100% Passgenauigkeit oder oftmals nicht in Cura oder halt auf Thinkiverse eingestellt, sondern immer ein paar Millimeter kleiner. Dann haben die immer ideal gepasst. Wir wissen alle, 3D-Druck ist in einem gewissen Hobbybereich immer noch so, dass du niemals eine schöne Rundung machst, also eine perfekte, aber auch ganz selten ein schönes Rechteck. Ja? Aber so Teile sollten eigentlich zusammenpassen. Das haben die bisher immer bei mir, außer seit dem letzten Cura-Update. Jetzt läuft da gar nichts mehr und ich bin irgendwie aus der Übung und krieg's nicht mehr zusammen, dass meine Drucke so perfekt sind, wie ich sie früher hatte. Braucht vielleicht wieder ein bisschen. Ich muss ein paar neue Tutorials anschauen, Videos anschauen, um zu lernen, was andere hier verbessern würden oder eingestellt haben. Oder schlichtweg aufs letzte Cura wieder zurückgehen. Jetzt passen wir hier langsam. Noch nicht wirklich. Ich will doch eigentlich nur schauen, ob der Ständer hier... Ja, der passt perfekt. Der wäre... Cool. Falls ihr den Ständer sucht, den habe ich jetzt unten nicht verlinkt. Der nennt sich Han Solo Blaster Stand. Wobei, das Schildchen hier, das gefällt mir überhaupt nicht, wie es jetzt zumindest aus meinem Drucker kam. Das sieht viel zu gematscht aus. Das drucke ich am besten dann mit Resin. Oder ich lasse es schlichtweg weg. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was kann man hier... Welche Farbe kann der Ständer haben? Wahrscheinlich wäre es geil, wenn er aus rostigem Metall wäre. Wäre auch so eine coole Geschichte. Aber wir sind mit der Waffe noch nicht fertig. Und die soll jetzt weiterhin gehen. Und das ist eigentlich das, was ich heute mit euch finalisieren möchte. Ich habe noch Rost nämlich hier. Was schreibt ihr denn so? Ja, die Linsenform, das war der Start vom Hubble-Nachfolger. Ja, fast schon langweilig gegeben. Danke. Erst über OnlyFans lässt man seinen Ständer drucken. So. Das ist etwas... Die Farbe nennt sich Dry Riser Rust, also Razor oder Riser Rust, ist eine quietsch-orange Farbe, ist fast so cremig und sieht so aus. Und ganz ehrlich, die hatte ich gekauft, weil ich mir gedacht habe, mach geil, Rostfarbe sieht geil aus. Und ich wusste nicht, ob ich die cool finden soll oder nicht. Weil Rost ist leider Gottes immer so, dass man sagt, okay, orange-rötlich, das
stimmt schon, aber die sah mir doch viel zu extrem aus. Die muss sehr sachte aufgetragen werden. So wie ich sie jetzt auftrage, ist sie schon fast zu dick. Und die soll leicht einen Flugrosteffekt hier ergeben. Das war's, mehr nicht. Und vor allem, Achtung, wenn sie auftrocknet, wird sie dunkler. Das sollte man wissen. Sie sieht auch mega aus, wenn man sie drybrusht. Dann kann man hier sehr schöne Effekte erzielen. Aber das ist halt, wie gesagt, wenn man mit echtem Rost arbeitet, also echten Metallpartikeln und die rosten lässt, ist der Rost halt auch wirklich unkontrollierbarer, wie er aufträgt auf der ganzen Sache. Ich habe ja schon sehr viele Videos gemacht, in denen ich euch gezeigt habe, wie ich mit echtem Rost hier arbeite. Bei so einer Rostfarbe muss man halt gezielt versuchen, den Rost schön aufzutragen. Und tragt Rost nie pinselstrichmäßig aus. Tragt ihn bitte immer so auf, dass er getupft ist, als wäre es Flugrost. Und immer wieder abreiben, wenn er zu stark ist. Das Einzige, was passieren kann beim Abrieb, ist, dass ihr wieder auf das Schwarz oder auf das darunterliegende Silber kommt. Was überhaupt nicht tragisch ist. An Stellen, wo man mit den Fingern gar nie rankommen könnte, kann noch ein bisschen Rost dran gemacht werden und übertreibt es nicht. Ihr wollt hier ja keine komplett verrostete Waffe machen, sondern einfach nur so eine leicht used Look Waffe. Ich schlecke oft meinen Finger ab und fahre dann mit dem Finger hier so über die Stellen nochmal drüber, reibt nochmal Farbe ab, nutzt da auch ab und zu mal wieder ein Tuch. Und gehe mit der ganzen Geschichte so um, als wäre es eine echte Waffe. Boah, die sieht mega aus. Ich finde die super. Schöne Effekte drauf. Und jetzt sind wir eigentlich von der Tiefe der Farbe, also farbtontechnisch sind wir in den tiefen Bereichen jetzt sehr dunkel, in den hohen Bereichen verkratzt und hell. Einen letzten Effekt gibt es noch, den ich hier noch darüber machen möchte. Ich möchte kein komplettes Drybrush über die Waffe hier machen, aber es gäbe hier noch eine sehr schöne Farbe, mit der man gute Akzente setzen kann. Und zwar ist es auch eine Zitadellfarbe. Die Necron Compound ist eine 3-Silberfarbe. Sieht aus wie eine Paste, ist aber wirklich, also wie Gummi. Sah am Anfang für mich immer so aus, als wäre die Farbe kaputt. Aber ich mache die meistens in dem Pettich hier nochmal so ein bisschen an. Man sieht es kaum, ne? Wenn ich jetzt hier aber wirklich über die Kanten drüber gehe, kann ich Texturen nochmal so ganz leicht rausdrybrushen. Ihr werdet garantiert hier nicht die größten Effekte sehen. Dazu sind die Kameras zu schlecht und die Ausleuchtung auch nicht jetzt ideal ausgelegt für dieses Farbschema, das man hier jetzt mit dem erzeugt. Aber hier fahre ich nochmal so in 90 Grad Winkel über die Kanten drüber. Nein, Entschuldigung, es sind 45 Grad. So. Und hole damit die äußersten Kanten nochmal ganz leicht raus. Die sehen dann einfach ein bisschen intensiver, strahlender aus und man erkennt sie besser. Und dadurch wird so eine Waffe noch viel plastischer. Die Bereiche, wo wir vorher mit der Drahtbürste nicht rangekommen sind, weil sie unter Umständen zu tief drinnen liegen, man aber dennoch die ganze Zeit einen Abrieb hat, da werden jetzt diese Farbspuren von Silber sehr gut wirken. Oder auch auf diesen Hebeln und Knöpfen, die mache ich alle jetzt richtig schön silbrig. Das ist so ein finaler Look, den ich über die Waffe noch drüber lege. Und damit wäre, glaube ich, das Ganze fertig. Hier schreibt man wie bei Dodge & Burn, ja, ist wie Dodge & Burn in Photoshop. Man holt die Tiefen nochmal raus, aber das sind so Elemente oder Sachen, die ich ständig bei der Malerei sehe, wie auch in Photoshop. Ich arbeite ja sehr gerne mit Photoshop und texturieren, strukturieren, die ganzen hellen und
tiefen Farbtöne nochmal separat rausholen. Das ist in der Malerei genauso und funktioniert sensationell, wenn man so ein bisschen die Technik heraus hat. So, jetzt möchte ich den Ständer mit euch jetzt nicht nochmal separat oder extra machen, den werde ich dann einfach in Ruhe vielleicht heute Abend nochmal bauen. Das ist einfach nur zusammengeklebt, bemalt und dann steckt er hier so drinnen. Aber das ist unsere Han Solo Blasterwaffe. Also unser Han Solo Blaster. Wolltest du im Griff nicht noch was machen? Ja, ich hab ihn dry gebrushed. Mehr würde ich jetzt hier nicht machen. Vielleicht macht ihr es noch anders. Ich mache dann gerne noch ein paar Fotos, zeige sie auf Instagram und Co. Dann seht ihr mal, wie die Waffe gut ausgeleuchtet hier aussieht. Es ist zwar hier schön ausgeleuchtet, aber es ist sehr schattenreich, sehr kontrastreich. Und vielleicht sieht es deswegen hier ein bisschen anders aus, als wie ich sehe. Hat schon mal jemand ans Liken erinnert? Nein, keiner. Die 103, die zuschauen, da haben nur 54 geliked. Der Rest hat gesagt, ist ein Scheiß, was der Schweighofer hier macht. Aber ich zieh's mir rein, weil ich liege auf der Couch, fetten Keks im Bauch, Glühwein getrunken und gib Gas. Und jetzt gehen sie wieder hoch, die Likes. Salze, danke. Sandra, du hast das Drybrush wahrscheinlich verpasst. Ich habe es ganz leicht dry gebrushed, ja. Ich sitze am Rechner und retuschiere und höre nebenbei zu. Ist auch gut. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, wir hatten heute alle einen kreativen Tag. Oder ich konnte euch mit meiner Han Solo Waffe viel zeigen, wie ich mit solchen Dingen hier arbeite. Und ich finde es geil, dass der Trigger hier, der Abzugbügel, sogar wieder zurückgeht und ich hier den Hebel noch spannen kann. Ist ein schönes Modell. Druckt es euch. Es ist unten alles verlinkt. Ich habe, wie gesagt, oben im Chat die Kontrastfarbe verlinkt. Sucht einfach nach Citadel Contrast Paint, wenn ihr die andersfarbig haben wollt. Die gibt es für Knochen, die gibt es, wie gesagt, für Holz, für Metall. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich lese mir in späteren Tagen heute oder morgen nochmal den Chat durch. Falls hier irgendwelche wichtigen Fragen sind, die ich unbedingt noch beantworten möchte, schreibe ich euch persönlich. Danke. Schönen Christtag. Ich habe immer gesagt Stefanitag heute, aber es ist Christtag. Schweig Ober. Liked nochmal. End out.